Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 Lazy Farmers Projekt und ja, zusammen natürlich mit dem Steini, den Domme und den Rainer. Hallo. Hallo. Und ja, wie auf Instagram schon angekündigt, wir haben die Map gewechselt. Wir sind nämlich jetzt auf dieser Map hier. Tiroler Alpenwelt. Auf der Tiroler Alpenwelt. Tirol. Ja. So, und ich würde mal sagen, los geht's. Haben wir schon Felder gekauft oder was, Männers? Ja. Wenn du die Karte aufmachst, siehst du den ganzen grünen Fleck. Ach, da unten, das sind alles unsere Felder, alles klar. Dann, Wollen wir nicht noch Mehrwerk haben, was? Mehrwerk ist am Traktor dran. Ja, Steini bringt ihn mit. Was? Steini bringt mit? Brauchen wir den Socks noch was? Ja, wir müssen jetzt halt ein bisschen hin und her fahren, bis wir die ganze. Ja. Bitte da oben machen. Nein, geh nicht von da oben. Ach ja, stimmt jetzt. Sag mal, haben wir schon einen Schwader? Ja, hab ich. Ja, aber Reine, du musst das Schwader. Ladewagen. Achso, ein Schwartuch ist das. Ladewagen hat Domme. Hat Domme schon. Ja. Okay. Also das Schwartuch schon geholt, Domme? Muss dann noch kaufen. Okay. Was brauchen wir noch? Ich kann noch was mitnehmen hinten dran. Kipper oder sowas. Ja. Normalen Anhänger. Was soll denn hier die Einachse hier? Was soll das Ding denn? Das Spielzeug. Das ist ein Rapid zum Mähen für die steilen Wiesen. Warte nur, da kommt noch auf die Welt. soll ich noch ein Heck-Mähwerk kaufen? Kommt da. Ist der Video King hier, ist der für das. Auch für den kleinen Einachs oder was? Ja? Domme, was hattest du denn da gekauft? Wo? Die Nova Palin 306 oder was? Nova Alpin 2.0 irgendetwas habe ich gekauft. 206, das kleine habe ich gekauft. 261. Okay, und wofür ist das 301 für hinten oder was? Nein, das ist einfach 3 Meter, das ist breiter. Okay. Was soll ich denn jetzt für hinten nehmen? Ich würde für hinten mal gar nichts nehmen, weil es ist relativ steil dort. Okay. Oh, den Krone Emsland nehme ich mit. Nimmst du den? Ja, den Emsland nehme ich. Du hast ja den anderen dran. Ich hol dir den Anhänger. Ja, ich kann noch einen Anhänger holen, Bibi. Ja, dann nimm du den mit. Dann gehe ich schon mal los und geh mähen. Dann kann doch mal aufsagen. Sollen wir noch was zum Pressen kaufen oder was? Ne, da haben wir einen Ladewagen, oder nicht? Ja gut, dann machen wir einen Ladewagen. Einen Drescher bräuchten wir auch noch oder so weiter, oder? Ja. Da wird aber knapp mit dem Geld, du. Ja, dann gibt es nochmal 500.000. Soll ich machen? Finanzspritze. Soll ich machen, 500? Ja für den Drescher. Da. Hier wird nicht gedrängelt. Ich glaube, dass das Ding da schneller geht, oder? Oh, diese Brücke war zu eng für mich. Aber eng ist ja nicht meistens gut. Eng ist dehnbarer Begriff. Ja. Problem ist nur, wenn du nicht dann trotzdem nicht durchkommst. Ich in den Baum fest oder was? Ja, muss ich mir keine Gedanken mehr machen, da weiß ich schon, es ist Montagabend. Ja, meine lieben Freunde, es kam jetzt lange kein Lazy Farmers mehr. Das hatte einfach damit zu tun, weil ich kein Internet hatte, genau an diesem Montag und so. Und ja, die Zeit halt nur für montags für die Aufnahmen da ist. Und deswegen aber jetzt. Nehmen wir wieder 4 Folgen am Stück auf, das reicht. Dann wieder. Wo muss ich hier genau hoch? Fahr dorthin, wo mein Lindner steht. Dort würde ich sagen, fangen wir an mit Mähen, das ist schön steil dort. Kann man mal sehen. Ich hab einen Hänger dran. Ja, das ist alles Straße dort befestigt, das ist alles kein Problem. Ja, nur bringt er da oben nichts.
Aha, aber du kannst weiterfahren, da kommt dann der Hof. Ah, okay. Eieieiei. Das will aber eine Hausnummer hier zu mähen, du. Die kennen wir doch, die Map, die hatten wir doch schon mal, oder? Ja. Domme, da wo dein Ladewagen steht, mit anfangen? Ja, da wird ich mal anfangen. Ja, alles klar. Oh, ich glaube, wir brauchen aber Zwillingsbereifung, du. Ja, wieso habe ich den Lindner dort hingestellt? Ich würde den nehmen. Ich habe noch was drauf gemacht mit Seilwindern oder so. Ich glaube, da können wir uns dann hochziehen. Können die am Trecker festmachen? Ich glaube ja. Ich habe mich noch nicht komplett schlau gemacht damit, aber es sollte eigentlich gehen. Ist ja die Typhoon? Nein, etwas anderes. Ach, okay. Bei die Typhoon geht's nicht. Machen wir daraus erstmal direkt Silage oder was haben wir vor? Ich würde sagen, mal Kühe kaufen. Ja, auf jeden Fall, ja. Die haben wir ja gleich am Hof. Boah. Also. Sind keine halben Sachen hier. Ich glaube, ich kann den besser hinten dran machen. Ja, ich mach den mal, ich versuche den mal hinten dran zu machen, weil der schleudert die ganze Zeit da drüber. Kann ich lieber. Ich fand den Anhänger schon mal zum Hof, ne? Jo! Ja, ja, läuft besser. Sicherung für den Steilhang, genau, das meinte ich. Hast du zwei Lindner gekauft? Ich glaube, es ist nur einen dort bis jetzt. Einer steht noch am Shop, oder? Ja. Aber Freezy, für das werden sie den Kasten mit einem Frontmähwerk im Heck mähen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, aber... Oh nein! Ha, da geht er runter, wie süß. Ohne Witz. Aber wenn ich den vorne dran mache, dann hängt er sich die ganze Zeit so auf und so kann ich leichter und schneller mähen. Ja, ich weiß, dass ich natürlich das Gras platt fahre, aber naja. Ich mache jetzt recht Spart da draus, ne? Diese Lage brauchen wir ja nicht zu tätern, ne? Mhm. Der Window King bei Schwart wäre auch noch etwas, was man da nehmen könnte. Deine, bist du noch dort? Ich bin noch am Shop, ja. Schau mal, was das ist, was ich gekauft habe, ob das etwas ist, ob wir das gebrauchen können. Dieses Seil. Mhm. Das sollte eigentlich relativ gut sein und genau für das, was wir wollen. Wisst ihr, was das Gute dran ist? Ich habe bei der Map 60 FPS und keine FPS-Einbrüche. Yay. Oh, Rainer! Yo! So wie du ist keiner! Hast du etwa einen schicken Deutsch unterm Ash gehen, oder? Natürlich, das ist noch die Klasse, die ich kenne. Ja, das ist Teil. Der ist ja, richtig klassisch. Das sag ich dir, du. Da wieder wirst du feucht zwischen den Beinen, ne? Ja, schon ganz speziell. Oh, Hilfe! So, jetzt macht deine Arbeit hier. Genau. Dein, was ist das für ein Anhänger? Das passt ja perfekt. Baumwolle. Ah. Da muss man auch zuerst drauf kommen. Too fast, too mean. Dann nehmen wir noch das mit. Du bist ja schneller als ich. Ja, ich tue nur zusammenschwaden. Meiner hat ja auch 130 PS. Deiner dürfte. Was hast du dafür? Ein 681 oder was? Ja. Ja doch, der müsste mal mehr PS haben. Ja, den habe ich auch. Konnte ich als Konfiguration hochgeschraubt bei noch wählen. Da habe ich auch noch genommen. Normalerweise, original, glaube ich, hat der 180 gehabt, ne? Ich kann mal eben nachschauen. Warte mal ganz kurz. 160 PS habe ich. 160 nur?
Ja. Okay, Alter. Den gab der aber als 180er. Ganz, ganz dummes Gefühl. Okay. Gut. Also ich mach dir hier die Spar zusammen, dann kannst du besser aufheben da. Ja. Oh. Das ist schon richtig geil hier, so im Hang, ne? Das ist schon was anderes, ne? Ja, man muss die Leute schon ein bisschen Beine schon zusammenhalten hier. Ja, wollte ich schon sagen, das ist schon was interessanter. Ja. Ja, und so steil ist ja das noch nicht. Da gibt es noch andere Wiesen, die noch steiler sind. Ja. Boah, lass mal Trecker tauschen, einer sieht aus wie ein Panzer, Alter. Ja, ich weiß, was gut ist. Das ist ja mega nice. Domme, gute Idee gehabt. Meine lieben Freunde, Domme hat die Map ausgesucht. Er hatte die Idee und hat das auch hier zusammengestellt. Dann schreibt mal für Ehre Domme in die Kommentare. Also, hattest du auch was damit zu tun, Steini oder Ole? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, wenn doch. Nee. Ich bin überrascht worden. Sind ja alle dabei und es ist wichtig, dass es allen Spaß macht. Also das ist schon eine andere Ausnummer. Das macht mir gerade ein bisschen mehr Spaß als einfach immer nur die geraden Felder und so. Also es gibt auch Felder mit solchen Hanglagen. Ist dann auch schon ein bisschen, ja. Ja, Tommy, mit dem Anhänger, den du vorhin gesehen hast, kannst du auch super den kleinen JCB transportieren oder so. Okay. Also, mein Gott. Auch Tommy, steig mal da ein, Freezy. Was? Steig mal da ein. Wo ein? Bei mir. Kann ich da mit einsteigen oder was? Nein, fahr mal eine Runde. Nimm mal die untere Schwarz zusammen. Ja, die ich jetzt gemacht habe, kannst du. Wo hast du den denn her, Alter? Wow! Mod Hub. Pickup runter, Pickup ist hinten. Der ist auch unten, oder? Ja, Pickup ist unten. Ja. Ach, der nimmt das hinten auf. Ja, ja. Wird aber gleich voll. Ein sogenannter Hecklader. Ja moin, wie geil ist das denn, Alter? Da gibt's verschiedene Module für. Echt? Drauf. Jetzt ist es voll, ja, Gülle, Holzrungen, alles mögliche kannst du drauf schneiden. Steuer, glaube ich auch, ne? Ja. Ja, geil, oder? Machen wir mit dem mal richtig viel. Wie viel passt da, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel passt da rein? 11.200. Wo sind eigentlich die Kühe? Das ja. Macht mir übel Spaß gerade, bin ich ganz ehrlich. Ist mal was Neues, ne? Das ist cool. Und sonst, Leute, wie war denn euer Tag heute? Entspannt. Also ich habe Mittwoch Vorstellungsgespräch. Was? Neuer Job oder was? Neuer alter Job. Ach so, ja, jetzt war ich. Ja. Ich bewerbe mich ja als Marktleitung und da habe ich Mittwoch mein Vorstellungsgespräch. Ja. Also übrigens, mein schickes Häuschen hast du ausgesucht. Oh, dankeschön. Ja, Dom hat auch schon geschrieben, stabiles Haus hat er geschrieben, oder was hast du gesagt? Mega Haus oder sowas. Was für ein Baujahr ist das? 70er oder so? Ja, aus den 70ern, ja. Ja. Vom Baustil her, hab ich schon gedacht, die Richtung. Ja, ist cool. Ja, da werden wir feiern. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, du kommst ja auch, oder nicht, Ole? Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Platz im Dunst. Okay. Wie mir bis dahin ist oder so, ich hab
Das ist immer scheiße, da irgendwie was zuzusagen und dann klappt es doch nicht. Ja, ich verstehe schon. Für dich ist auf jeden Fall alles mit eingeplant. Solltest du nicht kommen, ist es nicht schlimm. Das ja, Essen werde ich. So viel saufen kann ich eh nicht mehr. Wollte ich gerade sagen. Das, das Essen und Trinken kriegen wir schon weg. Ja, das ist kein Problem. Ja, wir haben heute einen rausgesucht. Aber meine lieben Freunde, was auf der Party, was da ist und nicht, das alles in der nächsten Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Gebt doch mal eure Meinung in die Kommentare zu der Map und zu dem Wechsel an. Und ja, wir verabschieden uns. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.